Hi, ich bin Caro, freie Reporterin, Journalistin und Kölsche Frohnatur. Den Job, weil ich mich wirklich aufrichtig für andere Menschen und ihre Lebenswelten interessiere. Wie geht's eigentlich deinem Kopf? Du hast doch im Livestream, hattest du doch hier so eine Wunde. Ja, das ist alles wieder gut. Weißt du, was da passiert ist? Ja, ich habe meinen Kopf gegen die Wand gehauen, ja. Ah, echt? Warum? Ja, weil ich testen wollte, ob ich Schmerzen habe. Vor mir steht keine Hexe und erst recht kein Gott. Vor mir steht Stefan, 33, der mir erzählt, dass er vor unserem Treffen starke Beruhigungsmittel genommen hat. Im Moment ziehe ich eigentlich nur, weil ich versuche, die Wohnung irgendwie in Schuss zu kriegen, aber... Naja, aber das scheint ja auch nicht so richtig zu helfen, wenn man ja, ehrlich aber ist. Ja, wenn ich nicht ziehe, auch nicht. Dann passiert auch nichts, weißt du? Weil ich finde, es passiert mehr, wenn ich ziehe. Dabei ist mir wichtig, Geschichten authentisch zu erzählen. Aber Sie helfen auch gut mit, ne? Ja, er ist meine beste OP-Schwester. Du setzt mich aber nicht ein und bezahlst es mir auch nicht. Deswegen habe ich dir aber Zigaretten mitgebracht. Ach, du bist ein lieber Mann. Du weißt ja, wir beide fassen in die Welt, ne? Ja. Ist ja auch ganz entspannt, wenn man hier eingecremt wird und so. So. Ne? Ja. Ist wie eine Wellnessbehandlung, ne? Können Sie verstehen, dass Leute wie Tanja, die gerne Altenpfleger sind? In Krisen kommt es darauf an, zuzuhören. Also wir sind erstmal froh, dass bei uns alle am Leben sind. Ja. Das Adrenalin lässt so langsam nach. Ja, wir haben hier Tote vorbeitreiben sehen im Wasser. Im Laden fürs Kind. Kletterlos, Sandkasten gebaut. Ist alles weg. Jonathan Schmidts Frau ist hochschwanger. In 5 Wochen wird er Vater. 6 Meter hoch stand das Wasser. In letzter Sekunde schwimmen Mario und seine Freundin aus dem Fenster im Obergeschoss. Die Frau gegenüber von uns ist leider ertrunken. Da hinten aber das ist was anderes. Nette Frau. Ja, und... Und dabei muss ich nicht nur zuschauen, sondern kann als Reporterin vor Ort mit anpacken. Ob beim Hochwasser in Ahrweiler oder beim Aufräumen der Wohnung eines Drogenabhängigen. Jo, ich bin absolut sprachlos. Ich hätte nie gedacht, dass wir in so eine Lebenssituation heute kommen. Ich bin krass überfordert und weiß auch gar nicht, was wir jetzt irgendwie machen sollen. Wir haben jetzt einfach mal angeboten, einfach beim Putzen zu helfen. Und deshalb holen wir jetzt mal ein paar Putzmittel und gucken mal, ob wir die Bude ein bisschen sauberer kriegen. Ich weiß, dass wir damit nicht sein Leben verändern. Aber wenn ich hier tatenlos rumstehe, dann werde ich auch noch verrückt. Thematisch darf es gerne auch mal ein bisschen abseits der Norm sein. Ja, also das ist schon sehr, sehr intensiv. Mhm. Gefällt mir. Also wenn du jetzt alleine wärst und würdest jetzt damit onanieren, wie würdest du den dann permanent einfach vor die Nase halten? Würdest du den überziehen? Nein, also ich hätte ihn eigentlich überwiegend also, so im Gebrauch, also dass ich mit dem Stoff also meine eigene Haut berühre, am Oberkörper, im Gesicht. Ich finde, gerade über Tabuthemen sollte gesprochen werden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass du auch nicht so viel Wäsche hast, weil der Meister-Content nackt ist. Ja. Ah, Sherlock. Ich habe mich schon immer gerne beim Sex gefilmt. Ich habe schon immer gerne Bilder von mir gemacht beim Masturbieren und so. Und deswegen war das für mich so, ich mache jetzt einfach das, was ich sonst auch mache, nur dass ich es der Öffentlichkeit zeige und Geld damit verdiene. Ich glaube, meine größte Stärke ist die Haltung, mit der ich Leuten begegne. Immer auf Augenhöhe und interessiert. Wir rufen die Drogenberatung an und machen einen Termin. Ja? Finde ich voll cool, dass du das machst. Ich muss mir das nur einspeichern im Kalender. Das machen wir gleich. Ja. Früher hatte ich immer einen Kalender. Ich habe auch keinen Kalender. Also wenn es nur das ist, zur Not schreibe ich dir vorher, vor deinem Termin.
Ja, aber dann rechtzeitig. Denn ich will wissen, was in den Köpfen meiner Gesprächspartner vorgeht. Also ich meine, gerade wenn du jetzt ein abgetrenntes Körperteil siehst oder so, denkst du dann so, ah ja, beim Schwein sah das so aus oder so. Also erinnert dich das manchmal daran? Ja, also es hat schon Ähnlichkeit, ja. Ja. Also Menschenfleisch ist ein bisschen dunkler als Schweinefleisch. Dunkler als Schweinefleisch, ja. Aber heller als Rind? Da müsst ihr es nebeneinander sehen. Reporterin sein heißt für mich, versuchen, die Welt und ihre Menschen besser zu verstehen und mit jeder Reportage dazuzulernen. Ich habe so, bevor wir angefangen haben zu drehen, stand ich so im Hotelzimmer und habe mich so voll darüber geärgert, dass meine Fingernägel nicht richtig, also dass die Maniküre nicht richtig ist, ehe ich halt vor die Kamera gehe. Und jetzt, wo wir 2 Tage einfach hier gedreht haben und gesehen haben, wie es den Leuten geht und so, schäme ich mich einfach voll für diesen Gedanken, so. Als würde sich hier irgendwer um meine Fingernägel jucken. Oder als wären meine Fingernägel gerade irgendwie wichtig, so. Aber ich glaube, das zeigt, in was für einer Parallelwelt man eigentlich lebt und wie unfassbar weit so Leid und so Katastrophen von einem einfach weg sind. Dass man dann erstmal checkt, mit was für einer Scheiße man sich eigentlich beschäftigt.